Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und wir kommen bei einem weiteren Video der Frage. Im heutigen Video, ihr konntet es bereits im Titel und dem Thumbnail entnehmen, es geht natürlich um potenzielle Charaktere, die stärker sind als die ursprünglichen Blacklister, beziehungsweise halt mächtiger sind oder deutlich mehr Möglichkeiten haben. Ich meine, aktuell betrachten wir gerade Folge 15 und hier haben wir schon sehr präsente Namen bekommen, die auf jeden Fall in diese Kategorie mit einfallen. Wir wissen, Waymond wusste aufgrund seiner gesamten Machenschaften über viele Dinge und viele Leute Bescheid. Dennoch glaube ich, dass sich hier gerade Leute anbahnen, die auch außerhalb seiner Hemisphäre arbeiten. Heißt, Waymond stellt potenziell durch die Blacklist halt Leute vor, die im Prinzip sich außerhalb der Öffentlichkeit bewegen. Die sich niemals von einfachen Polizisten oder vom FBI oder sonst irgendwas verhaften lassen würden, die deutlich mächtiger sind und von denen die Öffentlichkeit eigentlich nichts weiß. Jetzt glaube ich aber, werden gerade Leute inszeniert, von denen Waymond nicht mal was weiß. Das heißt, es muss eine Art von neuer Blacklist geben, wo diese Leute berücksichtigt werden. Einen Namen hat mir bereits schon, der sehr präsent war und der nie in der Blacklist eingeordnet war, und zwar Neville Townsend. Wie gesagt, das Ganze hängt natürlich hier auch mit der Ermordung von Liz zusammen und natürlich auch mit der Identität von Waymond. All das spielt hier eine sehr zentrale Rolle. Und ich muss gleich zu Anfang sagen, in Folge 15 haben wir so ein bisschen mehr Aufschluss darüber bekommen, was eigentlich jetzt gerade auf uns zukommt. Und es ist wirklich anders geworden. Das Niveau ist nochmal angestiegen, muss ich sagen. Ich war erstmal ein bisschen unzufrieden mit der Staffel. Ich dachte so, okay, ein bisschen schwierig. Dann kam mir die Information, okay, es kommt noch eine 10. Staffel. Dann habe ich gedacht, okay, es wird jetzt irgendwie unnötig gestreckt und es baut jetzt nicht wirklich einen Plot auf. Aber wir haben von Anfang an total coolen Input gehabt. Ich dachte auch, dass sich die ganze Thematik rund um Liz so ein bisschen länger durchzieht und das auch so ein bisschen langweilig wird, dass dann Charaktere halt ewig lang in so einem Flashback-Szenario beleuchtet werden aufgrund des Timeskips. Aber das war natürlich nicht der Fall. Dennoch, es gab ein paar eher unspektakuläre Elemente, muss ich sagen. Das wurde aber gut abgehandelt. Ich meine, die Story rund um Aram war jetzt zum Beispiel für mich nicht so interessant. Man hat es aber gut in den aktuellen Plot inszeniert und hat auch irgendwie interessante Verbindungen gebracht, muss ich sagen. Aber wie dem auch sei. Was zum Beispiel Wesley angeht, war es ja klar, dass seine Vergangenheit direkt mit dem verknüpft ist. Und bei Waymond haben wir natürlich hier erstmal so eine komplett neue Version von Waymond Weddington bekommen. Und aktuell in Folge 15 ist eine Sache wieder passiert, die mich sehr positiv tangiert hat, muss ich sagen. Nämlich, dass er sich wieder als Waymond vorgestellt hat. Und das nur im Kontext mit Elizabeth Keen. Davor hat er immer so ein bisschen ausweichend geantwortet oder gelogen. Er hat entweder einen falschen Namen benutzt oder halt gesagt, ja, es ist nicht so wichtig oder spielt keine Rolle, wer ich bin. Aber diesmal ging es natürlich um denjenigen, der diesen Mikrochip entwickelt hat, mit dem Liz verfolgt werden konnte von Van Dyke, der sie letztendlich auch umgebracht hat. Bedeutet im Rückschluss, aufgrund dessen, dass Elizabeth hier eine zentrale Rolle spielt, war er wieder präsent Waymond Weddington. Und das war natürlich extrem cool und perfekt gelöst. Wirklich diese Präsenz. Ich bin Waymond Weddington. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Weißt du, wer ich bin? Genialität. Hätte man nicht besser inszenieren können, muss ich sagen. Und das zeigt mir wieder eine Sache. Waymond wird wieder diese alte Person. Es wurde auch ein bisschen thematisiert durch Messner und ihre Schwester, dass man dieses Ganze so ein bisschen nach hinten schiebt und Waymond sozusagen im Prinzip wieder das werden soll, was er zu Zeiten des Timeskips war. Wir wissen es natürlich nicht, aber wahrscheinlich war er deutlich ruhiger und hat sich halt auf andere Sachen konzentriert und hat dann eben auch diese innige Bindung zu den beiden aufgebaut. Und dann kam natürlich auch die Frage auf, ob er jemals wieder diese Person werden kann, worauf er nichts entgegnet hat. Interessanterweise muss er das aber jetzt wieder auch teilweise annehmen, weil er sich sonst zu emotional durch die Weltgeschichte bewegt. Und wir haben diesen Unterschied gesehen, er war kurz davor, jemanden zu erschießen, einfach aus einer Reaktion raus. Das ist normalerweise nicht Waymond Weddington. Und deswegen diese potenziell gefährlicheren Leute, die ja eben diese zentrale Rolle spielen. Wir haben zum einen Namen bekommen, wie zum Beispiel Reginald Cole. Ein sehr interessanter Name, muss ich sagen. Handelt sich wohl um einen Polizisten, der es geschafft hat, Harold Cooper zu blackmailen. Er hat ihn im Prinzip erpresst, unter Druck gesetzt und das Ganze auch wahnsinnig erfolgreich. Ein Ex-Polizist erinnert so ein bisschen an die Machenschaften vom Nash-Syndikat, finde ich sehr interessant, muss ich sagen, weil es mir sehr gut gefallen hat. Diese ganze Plotline mit dem Nash-Syndikat, mit Tom Keen und so, war natürlich legendär. Da wurde ja auch noch damals dieser Koffer inszeniert, also sehr cool auf jeden Fall. Und das hat so ein bisschen, ich sag mal, Flashbacks ausgelöst. War so ein cooler Moment so, wie ein Polizist, irgendwie korrupte Machenschaften, danach eine Karriere aufgebaut, sehr interessant, muss ich sagen. Und dieser Name, Reginald Cole, ist natürlich sehr präsent, weil wie viele Leute schaffen es denn aktiv, jemanden wie Harold Cooper so lange zu erpressen und das auch noch so erfolgreich und ihn wahrscheinlich auch den Mord anzuhängen. Dann habe ich natürlich hier jemanden, den ich noch interessanter finde, nämlich Tyson LaCroix. Und das ist ein unglaublicher Mensch. Wir haben hier einen Anwalt, ein Kaliber auf dem Niveau von einem Marvin Sharar. Er weiß, wo die Taskforce ist, er weiß, dass dieses Gebäude existiert, er weiß, wie man hineinkommt und er spielt mit diesen Leuten.
Mit Cynthia Pennebaker, mit Harry Cooper, mit Wrestler. Er spielt mit diesen Leuten. Ein Top-Anwalt, der es schafft, einen potenziellen Mörder, einen hundertprozentig Verdächtigen eigentlich, den man es aber nicht hundertprozentig nahelegen kann, also man hat keine absoluten Beweise, daraus zu befreien. Er spaziert einfach mit ihm raus und wie er sich verhalten hat, sein Auftreten, dann dieser Name, der auch wirklich nochmal so in Szene gesetzt wurde, sehr, sehr präsent. Potenziell sind diese beiden natürlich in dieser Folge gestorben. Wir wissen natürlich nicht, was genau passiert ist. Es könnte auch eine Art von Fake gewesen sein, weil am Ende hat man nochmal diese Szenerie gezeigt und man ist dann wirklich sehr nah rangezoomt auf das Gesicht von Tyson. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie irgendwie überlebt haben. Ist aber nur eine Mutmaßung. Was aber viel interessanter ist eben, dass solche Namen jetzt inszeniert werden. Neville Townsend war halt nur der Anfang. Was jetzt auf uns zukommt, ist natürlich viel, viel präsenter. Und das dürfen halt auch Leute sein, die wissen, dass Raymond Katharina Rostova ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Teilt mir gerne eure Meinung mit, wie gefällt euch die Serie aktuell, freut euch auf die 10. Staffel, seid ihr überhaupt komplett vertraut mit der 9. Staffel, ich hoffe es natürlich, wenn ihr dieses Video gesehen habt, wäre ansonsten relativ blöd, muss ich sagen, aber ja, das war's noch mit dem heutigen Video, das war's von mir, das nächste Video erscheint, wenn Neville Townsend zurückkehrt.